Hallo, ich bin Philipp, das ist Nerdtastisch und ich darf euch ganz herzlich zur dritten Folge Hero Discussion begrüßen. Heute lesen wir uns ein paar interessante Rezensionen zum Film Deadpool durch. Wer erinnert sich nicht an den im Februar erschienenen Film Deadpool und Mann, war dieser Film cool! Doch, das sehen die Leute eher zwiegespalten. Die einigen mögen ihn wegen seines Humors nicht, die anderen wegen seiner Gewalt. Deswegen gibt es zum Film einen Haufen Bewertungen, von positiv bis hin zu negativen. Wir widmen uns heute den negativen Bewertungen auf Amazon. Dieses Video ist nicht durch Product Placement unterstützt. Leute, nehmt das Ganze nicht allzu ernst, nehmt es mit Humor. So, dann würde ich mal sagen, wir suchen uns ein paar der lustigsten Rezensionen heraus. Die erste Rezension befasst sich sogar eigentlich mit dem Content des Films, doch wird dies sehr negativ dargestellt. Selbstverliebter Suppenkasper. Für mich war es einfach schon zu viel. Vor allem zu viel Gelaber, zu viele schon zur Mitte des Films nervig dämliche Sprüche und eine Story, die einfach durcheinander geworfen wurde, hat sich leider nicht gelohnt, habe immer noch Kopfschmerzen von seinem Gelaber. Also darüber darf ich mich gleich mal ein bisschen lustig machen, weil ich meine, wer kennt ihn nicht? Deadpool, The Merc with a Mouth, Deadpool, der Söldner mit der großen Klappe auf Deutsch, ist bekannt dafür, dass er jedes Mal wieder Worte gibt, immer das letzte Wort hat und vor allem eine große Klappe. Das gefiel diesem Zuschauer offensichtlich nicht, finde ich aber trotzdem sehr amüsant. Vor allen Dingen, das heißt, dass die Story wild durcheinander geworfen wurde. Das ist ja teils Sinn des Films, denn seine Origin-Story, wenn ich jetzt hier spoiler, tut's mir leid, wird in Flashbacks gezeigt. Von daher ist seine Meinung aber sehr amüsant ausgedrückt. Dann gucken wir doch mal weiter. Der nächste Stichpunkt. Sind das die neuen Superhelden von Marvel? Da kann ich schon gleich sagen, nein, denn Deadpool ist ein Söldner und ein Anti-Held. Aber lesen wir doch mal weiter, vielleicht kommt noch was Interessantes heraus. Sexistisch, obszön, sinnbefreit. Wer eine tiefe Sexistisch, obszön, sinnbefreit. Wer eine tiefere Story hier sucht, sucht vergebens. Ich hätte mehr erwartet von Marvel. Da empfehle ich doch lieber DC-Filme. Ich weiß nicht, da fängt jetzt wahrscheinlich in den Kommentaren eventuell dieser Wer ist besser am Marvel DC-Streit an. Doch dazu muss ich sagen, viele sind ja auch der Meinung, dass gerade die DC-Filme die schlechteren Filme sind, da Marvel einfach schon sich viel zu lange darauf vorbereitet hat und DC jetzt versucht, auf dieser Hype-Welle mitzusurfen, damit sie auch was von diesem Superhelden-Genuss, Reichtum, Ruhm abbekommen. Weil sie vergebens versucht, diese ganzen Filme schnell hinterher zu produzieren. Man hat es ja teils bei vielen Filmen mitbekommen, wo dann noch Szenen nachgeschnitten wurden, Nachdrehs und dadurch die Bewertungen leider runtergingen, was ich sehr schade finde, denn ich denke, DC-Filme hätten noch Potenzial. Aber was die DC-Filme angeht, die sie jetzt produzieren, da sind wir gespaltener und geteilter Meinung. Die nächste Rezension heißt, ich bin zu alt. Da bin ich gespannt. Für so eine Art von hirnlosen, blöd labernden Superhelden, also nach 30 Minuten musste ich echt abschalten. Was hat die Hersteller nur zu so einem dummen Film bewogen? Wahrscheinlich nur die Dollars. Wer sich den Blödsinn ansieht und ihn gut findet, ist entweder 6 bis 12 Jahre alt oder er kifft zu viel. Ein absolutes No-Go dafür. Ende. Ich kann ja verstehen, man ist geteilter Meinung, aber diesen Film solltet ihr keinesfalls euren Kindern zwischen 6 und 12 Jahren zeigen, denn der Film hat eine FSK 16. Ich möchte es nur noch mal erwähnen. Des Weiteren finde ich es schade, dass viele Menschen sagen, ja, ich fand den Film so blöd, ich habe den nach 30 Minuten abgeschaltet, der Film ist blöd, der ist kacke, nicht zu empfehlen. Ich schreibe keine Rezension, wenn ich den Film nicht vollständig geguckt habe. Klar, es gibt Filme, die finde ich langweilig, aber ich schaue sie trotzdem bis zum Ende, wenn ich eine Bewertung schreiben möchte. Es bringt nichts, die ersten 3 Minuten im Kino zu sitzen, sich den Vorspann anzusehen und dann zu sagen, ich finde den Film blöd, den würde ich nicht empfehlen. Es gibt Momente, da zählen die ersten 3 Minuten, die sind wichtig für die Einleitung, für den Charakter selbst. Aber es entscheidet noch nicht darüber, ob der Film wirklich gut ist oder nicht. Auch wenn man sich denken kann, dass der Verlauf der Story genauso beibehalten wird wie beispielsweise bei Deadpool. Wenn er nach 30 Minuten Leute abschlachtet, wird sich auch das in den nächsten 30 Minuten nicht ändern. Aber ich schreibe dann trotzdem keine Rezension. Fertig. Ende meines Kommentars. Oh Mann. Guck dir den Film an. Das hat jeder zu mir gesagt. Ich würde mich angeblich vor Lachen nicht mehr einkriegen, haben sie mir gesagt. Und was ist? Gar nichts. Ich war einfach nur mega genervt von den dummen Kommentaren, die witzig sein sollten. Die einzig beste Szene war im Abspann mit dem Einhorn, das Regenbogen aus dem Horn ejakuliert. Da musste ich schon herzhaft lachen. Teil 2 kann nur schlechter werden und wird definitiv nicht angeguckt. Also ich muss mir jetzt ganz herzhaft mein Lachen verkneifen, da ich es selbst nicht nachvollziehen kann, wie man bei einem Film, der auf zweideutigen Witzen basiert, nicht gelacht werden kann,
aber sich dann beim Abspann über ein Einhorn lustig machen kann, das Regenbogen aus seinem Horn schießen kann. Ich muss hier weg. Oh Mann, ich bin froh, dass ihr die nicht alle durchlesen durftet. Ich habe versucht, die besten rauszusuchen. Natürlich existieren noch weitere Rezensionen, nicht nur zu Deadpool, sondern auch zu weiteren Superheldenfilmen oder allgemein zu Filmen. Ich plane das hier zukünftig als Format zu Superheldenfilmen allgemein, immer die schönen, schlechtesten, lustigsten Rezensionen rauszusuchen. Und ich denke, da bleibt für uns eine Menge Gesprächsstoff offen. Wie gesagt, es ist die eigene Meinung der Kunden. Ich mache mich lediglich darüber lustig, wie sie sich ausgedrückt haben. Das Ganze ist, wie schon am Anfang von mir genannt, nicht böse gemeint. Nehmt es mit Humor. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen rauf. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Checkt auch meine Instagram, Twitter und Snapchat-Seite aus. Alle wichtigen Links dazu unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, ich darf euch bald wieder begrüßen, hier bei Hero Time.